Die Wikinger-Kampagne des Add-ons ist insofern besonders, dass sie als einzige parallel zur Trojaner-Kampagne stattfindet. Diese Mission findet offenbar zwischen Trojaner Mission 2 und 3 statt, auch wenn der Anführer der Mayas plötzlich anders heißt. Fast so, als hätten sich die Autoren bei den Details nicht so ganz abgesprochen. Unser Ziel ist es, die Siedlung der Mayas zu zerstören und die Trojaner im Süden zu beschützen. Wobei Beschützen hier relativ ist. Der Berg im Norden enthält Kohle, Eisen und Stein. Letzteres werden wir auch früh brauchen, da wir nur ein Steinfeld haben, das selbst für Wikinger dürftig ist. Zum Glück haben wir in den umliegenden Meeren überall Fisch. Einen weiteren solchen Berg finden wir im Süden, aber der ist etwas weiter entfernt. Im Westen finden wir Gold und Stein in großen Mengen. Auf Normal liegt die Peacetime bei 40 Minuten, aber wie bereits erwähnt ist Beschützen hier relativ. Tatsächlich geraten die Mayas eher mit den Trojanern in Konflikt, da diese den Weg zu uns blockieren. Die Trojaner sind zwar passiv eingestellt, versuchen aber trotzdem zurückzuschlagen. Unser eigener Aufbau ist etwas langsam, da unsere Startvorgaben etwas komisch sind. Wir haben ziemlich viele Siedler und Werkzeuge, allein schon 2 Sensen und 3 Bauern, dafür starten wir aber ohne jede Kohle, Eisenerz oder Nahrung. Daher bin ich ganz froh, dass die Trojaner die Mayas für uns beschäftigen. Die Trojaner sollen eigentlich auch in den Angriff übergehen, wenn wir einen dieser Türme erobern, aber diese Funktion wurde offenbar deaktiviert, weil 2 Texte fehlten. Dank etwas Detektivarbeit konnte ich aber die betroffenen Strings finden und durch sinnvolle Aussagen ersetzen. Hörtet also die Enhanced Edition im Auge. Mit 150 bis 200 Level 3 Schwertkämpfern könnte die Siedlung der Mayas einfach überrennen, womit die erste Mission geschafft wäre.